Liebe Freundinnen und Freunde aus den Vereinen, am 11. Juni 2024 ist der zweite bundesweite Trikottag. Mit großer Freude und Stolz trage ich heute mein Trikot des Handballclubs Erlangen. Damit möchte ich meine Leidenschaft für den HCE ausdrücken und die Erleichterung darüber, dass es mit dem Klassenerhalt in der ersten Handball-Bundesliga geklappt hat. Als bayerischer Sportminister will ich damit aber auch vor allem zum Ausdruck bringen, ich stehe voll hinter allen unseren über 11.500 bayerischen Sportvereinen. Und vor allem bin ich Fan derer, die sich ehrenamtlich für unsere Vereine engagieren. Ob aktiv im Sport oder aktiv im Vereinsleben. Als unterstützende Mitglieder oder Zuschauerinnen und Zuschauer bei den Spielen, alle tragen dazu bei, dass unsere Vereine ein Stück Heimat sind. Sie sind das Rückgrat für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Denn vor allem auch unsere Kinder und Jugendlichen lernen im Verein wichtige Werte wie Fairness, Gerechtigkeit und Gemeinschaftssinn. Unsere Vereine spielen außerdem eine tragende Rolle für die Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in unsere Gesellschaft. Und unsere Vereine bieten das beste Programm für die Gesundheit und Fitness der Menschen. Gerade im großartigen Sportjahr 2024 mit der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land und den Olympischen Spielen in Paris hoffe ich sehr, dass wir viele Menschen für unsere Vereine neu gewinnen können. Ich wünsche allen begeisterten Vereinsmitgliedern alles Gute sowie viel Spaß beim Sport und den Aktionen zum bundesweiten Trikottag.